So. Geschlagen. Da ist er. Auf mich zu schlagen. Weiß, so. gab Mecker von Mama? Ja, Mama hat gemeckert. Nein, die meckert nicht. Die redet nur. Die haut gleich drauf. Auf den blanken Arsch. So. Ja, gib's zu, da stehst du nur drauf. Genau. So. Ich sag mal, wieso spawnen denn hier eigentlich so viele Schwinden? Ja, keine Ahnung, die habe ich die runtergeschmissen jetzt. Ich wollte sie eigentlich tothauen, aber dann habe ich sie versehentlich runtergeworfen. Hat ja funktioniert. Nein! Oh Mann, ey, du lernst es nie. Nein, du bist ein Arsch. Leg dich nicht mit dem Meister an. Da fehlen übrigens ein paar Stonebricks, so wie es aussieht, ne? Da in der Wand. Wo? Hä? Daniel irgendwie. Ach so, nein, okay, alles klar, da kommt ja Glas hin. Da nicht? Nee, da nicht, weil wir so Glas sparen wollten. Hier oben nicht? Deswegen wollten wir da noch Ziegel hin machen. Okay. Und ganz oben kommt Glowstone hin in einem Ring. Nee, ganz das oben. Kannst du vergessen. Weil dann spawnen die Dinger nicht mehr, die. Richtig. Die Spinnen. Aber hier unten kann man den Glowstone behalten, dann sind die nämlich schön zahm, oder? Dann müssen wir die nur noch abmetzeln, wenn die runtergefallen sind. Hey, Glowstone ist ja auch nur ein solider Block, also. Eigentlich ja, ne? Ja, im Prinzip. Hat denn wer von euch noch ein paar Brickstones? Weil. Ja, ohne Ende. Ist halt jetzt. Klang jetzt ein bisschen. Das ist keine Ironie, ich habe ihm alles zugeworfen, was ich hatte. Ich denke, so ein Stack sollte reichen, oder? Ja, boah, dicke, ich brauche nicht so viel, danke. So, ich spiele mal ein bisschen Kamera für euch. Das ist wieder klar, Daniel hat wieder keinen Bock zu bauen und spielt wieder Kamera. Ey, ihr macht das Let's Play besonders, nicht ich. In meinen ersten Aufnahmen, stimmt, die ich allein gemacht habe. Nur in den Dreck oder was? Genau, richtig. Oh, verdammt, ein bisschen Cleanstone wäre super für die Decke. Damit wir die zumindest einheitlich haben. Weil da wollte ich ungern Brickstone reinmachen. Und das ist irgendwie für eine Decke, dann sieht das zu doof aus. Mach Lapis rein. Du mit deinem hässlichen Lapis. Ey, das ist toll. Das sieht in meinem Texture Pack gar nicht mehr so blöd aus. Außerdem habe ich keinen Lapis. Lapis. Ich gehe mal ein bisschen Stone holen. Da sollten wir ja eigentlich auch noch von haben. Ah, gut, dass wir schon wieder Mitternacht haben. Ist ja toll. Ja. Ich gebe keinen Kommentar mehr dazu ab. Ja, übrigens, hat irgendwer von euch jetzt die Spitzhacke? Was ja, brauchst du? Warte, ich geb dir. Ich hab auch. Aber ich geb dir nicht. Mein Gott, bist du eklig. Ich halt geb's nicht. Dir. Dann steck ich mich jetzt hier in die Ecke und heule. Moment, umdrehen. Ja, ich hab eine runtergeworfen, aber die ist jetzt bei Daniel gelandet. Hier, ich hab dir eine zugeworfen. Weil die eine, die dir Tora zugeworfen hat, bei mir gelandet ist. Und hinter dir liegt noch eine. So, und ich fliege und filme dich. Drehen wir ein bisschen die Helligkeit hier noch hoch. Ihr macht das Let's Play besonders. Yep. Ich bin nur ein unwichtiger Nebencharakter. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, ne? Mhm. Und warum? Weil ich's kann. Ich habe ja übrigens nebenbei die Konsole noch offen und ich habe hier die ganze Zeit immer Netcube Setting, Setting Game Mode. Ja, ich sag ja, ich fliege. Um die Kameraperspektive zu machen hier. Geht ja nicht von allein. Aber ich würde vorschlagen, wir nehmen heute als oberste Oberschmerzensgrenze bis 0.30 Uhr auf. Egal wie weit wir dann sind. Ja, du könntest mal. Hast du eigentlich jetzt mal schon deine neue Grafikkarte getestet für andere LPs? Du wolltest ja auch noch mal versuchen, mal andere Spiele zu Let's Playen. Genau, ne? Wollte ich, richtig. Hab ich ja, könntest du vielleicht mal. Ich habe Saints Row damit gestern auf Ultra gezockt. Mhm. Mal so ein bisschen angespielt, war auch eine ganz geile Sache. Auf Ultra ist das, boah, vollgeballert mit Unschärfe-Effekten und also wenn du ins Auto einsteigst, damit aufs Gas drückst, dann wird alles unscharf um dich herum, ist richtig geil, ey. Richtig fett. So weit wäre ganz gut. Hat noch irgendwer von euch Spielevorschläge? Also Saints Row spiele ich auf jeden Fall.
Landwirtschaftssammler. Ah, Landwirtschaftssimulator. Genau. Da spiele ich lieber den Bus-Simulator. Ich habe noch den Bus-Simulator. 2012. Den könnte ich spielen. War so. Trägerfahren. So ein Let's Trash, weißt du, so 5 Parts. Bus-Simulator. Na, mein Kleiner, wo ist denn deine Mama? Vom Trecker überfahren. Okay. Und wo ist dein Papa? Vom Trecker überfahren. Und was machst du den ganzen Tag? Trecker fahren. Ich finde das so geil. Der Landwirtschaftssimulator. Trecker fahren. Mit dem Hintergrund wäre das sogar lustig, mal zu spielen. Nicht wird so Simulatoren von Astragon, das sind ja alles Astragon-Simulatoren, Landwirtschaft, Bus. Die würde ich alle, wenn, dann würde ich die nur als Let's Trash spielen, immer so 5 Parts pro Simulator und dann richtig amüsant. Sich richtig drüber auskotzen und so. Und Mike müsste natürlich da mit dabei sein. Auch wenn nur sprachlich. Warum müsste ich mit dabei sein? Genau wegen solchen Ideen vom Trecker überfahren. Fall runter. Ach, der fliegt ja schon wieder, die Sau. Trägerfahren. Ich habe den übrigens mal ausprobiert, den Landwirtschaftssimulator. Also ist ja, muss ich ja zugeben, ist ja nicht schlecht gemacht. Aber das ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, boah, da setze ich mir jetzt 20 Stunden vor und spiele am Stück. Deswegen auch nur 5 Parts. 15 Minuten Parts. Das ist die oberste Schmerzensgrenze. Hinter dem Glas hätte man vielleicht auch irgendwie Brickstone machen können, oder? Hinter dem Glas kannst du auch einen richtig coolen Rundgang machen. Dann kannst du nämlich gucken, wie die Viecher da runterfallen. Ja, wir meinen, wir müssen ja sowieso einen Gang hier runter machen, irgendwie mit Tür und so. Also ihr habt beide morgen Zeit, schließe ich daraus? Morgen Abend, so, ja. Ja, alles klar. Weil dann packe ich morgen früh wieder ein paar Folgen ins Rendering und dann geht das hier ruckizucki. Noch einen tiefer hier, willst du? Oder willst du den nur austauschen? Siehst du hier diese Treppe, die ich gebuddelt habe? Ja. Wenn du an dem Ende der Treppe angekommen bist, dann reicht's. Okay. Naja, ich helfe mal hier ein bisschen. Dann sind wir rein rechnerisch tief genug. Rein rechnerisch. Ja. Ich glaube, wir können mal ein bisschen Licht machen, ne? Ein bisschen dunkel. Arg. Ja. 0.30 Uhr, Freunde, danach ist Cut. Egal, wie weit wir sind. Naja, komm, bis dahin kriegen wir noch so weit fertig, dass wir ja oben den Spawner zumindest schon mal provisorisch in Betrieb Wir haben heute Morgen von 8 bis halb 12 aufgenommen. Ich erinnere mich an irgendwelche Worte von wegen, ich glaube, wir nehmen nur noch 2 Stunden die Woche auf. Ja, da war mal was. Weil wir eigentlich. Jetzt haben wir uns aber darauf geeinigt, dass wir jeden Tag 2 Parts rausbringen. Da brauchen wir jeden Tag 40 Minuten. Und 40 mal 7. Wer von euch kann gut rechnen? Rechnen? Kann man das essen? Überall Mathematik, ja, ey. Also, nichts mit Rechnen bei euch. Okay, also, man bräuchte dann für... Jetzt holt er selber den Tag nicht raus. Ne, ich trinke gerade mein Halskratz genau, von dem blöden Weißbier. Dingens. Was hatte ich denn jetzt gesagt? Wir brauchen für eine Woche 7 mal 40. 280 Minuten Dingens für eine Woche. Boah, so tief müssen wir noch. 280 Minuten sind wie viele Stunden? 21 Blöcke muss das tief. Ja, 4,5 Stunden brauchen wir pro Woche. Au. Um den Dreh. Spitzhacke. 4,5 Stunden, weil wir jeden Tag 40 Minuten rausschmeißen. Nett, hast du eigentlich das ganze Glas, oder? Ja. Moment. Oh, jetzt ist hier dunkel. Fuck. Oh, eine Spinne. Töte die Spinne. Hier, Thoran, du das mal auf. Mein Inventar ist voll. Hey, ich glaube, das funktioniert fast schon. Hast du die Spinne von da oben irgendwie runtergehauen oder ist sie runtergefallen? Ich habe nichts getan. Die ist über mir runtergefallen. Dann ist das vielleicht sogar schon tief genug, weil ich habe die Spinne jetzt nur einmal gehauen.
Ja, dann nett, mach dich doch mal nützlich und hau mal um die Fackeln weg. Mach dich doch mal. Was soll der Scheiß? What? Obwohl er recht hat. Also ehrlich. Blub, blub. Ah, guck mal, da kommt schon die ersten. Nee, muss doch noch tiefer, ne? Das ist, weil die schon Vorschaden hatte, weil die da auf die Treppe gefallen ist, vorhin. Tja, dann deaktivieren wir wieder Spawner, wir buddeln mal weiter. Ich mach mal hier schon mal das Glas ein bisschen dran. Glas, Glas, Glas. So, gerade die Güterlohe oder steht die oben? Die Lohe ist, die habe ich klein gehauen, weil ich brauche den Transportmittel. Wieso? Nee, hier, die Ecken aus Brick. Ach so. So. Okay. Ladies and Gentlemen. Irgendwie kratzt mein Hals von dem scheiß Bier. Tja, man soll ja auch nicht während eines LPs saufen. Was, der eklige. Ich hol mir gleich erstmal einen Kräutertee. Kräutertee? Kamillendampfbad. Nö, ein Kräutertee mit ein bisschen Jackie. Ich wollte gerade sagen, das ist. Ja. Balsam für die Seele. Ein Jagdhund. Nee, dann kommt die Jägermeister rein. Nee, Flying Hirsch. Flying Hirsch. Boah, der ist ja auch ganz schön, was wir jetzt runter müssen hier, das ist ja... So, Ja, ihr kommt immer näher Richtung End. Gibt's eigentlich noch irgendwas, worüber wir mal erzählen können? Man ist schon wieder so still hier, weil Daniel kriegt ja wieder kein Wort über die Lippen. Ich bin heute etwas frustriert wegen der Niederlage vom FC Bayern vorhin im Pokalfinale. Ich find's gut, weil ich die Bayern eh nicht leiden kann. Ja und? Aber die Dortmunder, scheiße Ruhrpott. Scheißegal, wer gewinnt, Hauptsache die Bayern nicht. Ja, du bist doch eh nur für den Ruhrpott. Natürlich, alles was aus dem Pott kommt. Deswegen, der erste FC Köln ist auch ganz gut. Stehen zwar in der Tabelle ganz unten, aber scheißegal, komm aus dem Pott, finde ich gut. Haben die nicht um Relegation gespielt? Ich habe keine Ahnung, ich verfolge ja Fußball nicht so. Da war irgendwie was. Ich bin ja nicht so der Fußballfetischist und na, also ist ja nicht so ganz meine Welt. Aber vielleicht könnte man mal über, also Fußball ist nicht euer Ding, dann reden wir vielleicht um was anderes. CubeCon hat einen eigenen Teamspeak-Server. Will irgendwer vielleicht dazu was einwerfen? Müssen wir. Okay, ich habe mir heute die Mühe gemacht und habe für die Lappen noch einen Teamspeak-Server erstellt. Ihr könnt also auf CubeCon.net hier vorbeigucken und uns auf den Zwirn fallen. Ja, wenn, mit viel Glück könnt ihr sogar den Daniel mal erreichen, wenn er gerade mal doch da ist. Genau. Und gerade nicht Minecraft aufnimmt. Ja, und dann könnt er nämlich direkt mal flamen und sagen, wie scheiße er doch eigentlich ist oder so. Genau. Und da könnt ihr gleich mal Mike treffen und ihm sagen, wie ähnlich er doch Sarah sei. Fuck euch. Strike. So. Schach und Matt. So, ist denn... Aha, okay. Hier so und so. Hör, was ist denn hier für ein... Ach, war hier irgendwie Kohle oder was? Ja, Eisen war da. Iron. Verdammt, ich hab die Taschen voll, ne? Gib's mal weg. Zack, zack. Gott, wie weit müssen wir runter bis zum End? So weit wie er da den Dingens gebaut hat. 23 Blöcke vom Spawner tief. Und das sind jetzt von, also wo Tora jetzt draufsteht, noch 3 nach unten. Puh. Okay. Also am Ende ist nicht. Was ist denn gerade noch so aktuell, was man erzählen könnte? Dass hier eine Höhle ist. Dass in Frankreich jetzt Holland regiert, hatten wir schon? Das hatten wir schon, ja. Die Landtagswahlen könntest du mal.
Ja, sehr spannend. Was werdet ihr denn wählen? Du musst morgen Stimme entwerten, ne? Ja. Ach ja, stimmt, ihr dürft ja noch gar nicht wählen. Ihr seid ja keine 18. Oh. Oh. Ich würde CDU wählen. CDU? Ja, alles ist besser wie die Piraten oder die Linke. Aber warum CDU? Da will ich sogar noch die FDP wählen. Nur damit Rösler wieder ein schönes Gesicht hat. Das sind die Mitleids 2%, weißt du? Die er jetzt wieder hat. Bringen ihn zwar nirgends rein, aber. Wollte ich gerade sagen. Bringen ihn nirgends in Landtag, in Bundestag, aber. Wobei, vielleicht kriegt er ja wirklich einen Mitleidsbonus und darf mit 2% in den Bundestag, kriegt er dann einen Sitz. So, der Mitleidsstuhl. Ich stell mir das gerade so lustig vor, so ein gelber Stuhl mit blauer Lehne. So ganz hinten, ganz oben, so ganz weit ab vom Schuss. Nett, hast du jetzt immer noch hier so Spitzhacken und so? Ja, ich hab, ja. Müssen wir jetzt noch ein TV, oder? Ja, einen noch. Hammer, ja, gleich. Ja. Mhm. Naja, mit seiner Zeitplanung von 0:30 war er gar nicht so verkehrt. Ja, ne, ausnahmsweise kann er nochmal was. Außer reden, da hat er heute nicht so mit. Besser ist es. Och, ist er beleidigt. Ich weiß aber nicht, Bayern verloren hat. Erwähne das nie wieder in meiner Anwesenheit. Ey Daniel, ey, Bayern hat verloren. Ich höre da nur so ein leises Pfeifen auf dem rechten Ohr, weil auf dem linken höre ich eh nichts, weil die scheiß Ohrmuschel im Arsch ist. Hast du was gesagt? Ja, Bayern hat verloren. Boah, ist das ein ekliges Pfeifen. Ich glaube, ich brauche ein neues Headset. Nee, ich glaube, Tora wollte das anders sagen. Ich glaube, Dortmund hat gewonnen. Ja, genau. 5-2. Bah, jetzt fängt auch noch so ein Brummen an, ey. Dann wird ja mal schlimmer. 5. Ich meine, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dortmund gegen Bayern. 5-2. 5. Ja, ich habe gehört, das soll auch noch mal so eine richtig schöne Klatsche gewesen sein, so. Sind die irgendwie, weiß ich nicht, also ich meine, gut, ich persönlich finde die Bayern ja generell, ich finde sie ja persönlich einfach schlecht. Ich finde sie ja unsympathisch, schlecht ist ja meine Meinung, ist ja auch egal. Aber dass die so schlecht abschneiden, ne, weil eigentlich sind das ja mehrfache Meister und so. Stellen wir einen einfachen Vergleich an. Der erste FC Bayern hat 8-mal ein Doppel gelandet im DFB-Pokal und in der Bundesliga. Dortmund hat es jetzt zum ersten Mal in 135 Jahren geschafft, doppelt zu kriegen. Ja, aber gerade deshalb ist es ja umso trauriger für die Bayern. Genau, deswegen also ist es umso trauriger für Dortmund. Ich finde es peinlich für die Bayern, ganz ehrlich. Ja, gegen so eine Mannschaft so schlecht verliert, so schlecht. Naja, nächste Woche gibt es Spitzenfußball gegen Chelsea. Sagen wir es mal so, ich glaube, wir sind uns auf eins einig. Peinlich ist es nur dann, wenn man schon länger als 40 Jahre kein Meister geworden ist. Karl, da kann ich nicht mitreden. Ich rede jetzt so über Schalke so. Okay. Du meinst die blaue Pest? Ja, so ungefähr. Warte mal, da ist schon Boden, ne? Ja, gut. Aus Königsblau macht Knecht Blau. Pöbel, so, die Farbe so des Pöbels. So. Pöbels. Ja, Daniel, eigentlich könntest du jetzt nochmal wieder Fackeln wegmachen. Yep, schon dabei. So, dann sind wir ja soweit durch eigentlich hier. Wir testen erstmal. Ist aber auch eine Höhe, ey. Wenn es jetzt nicht reicht, kann ich auch nicht helfen. Ich glaube, wir sind ein zu tief. Wir sind tot. Dann grab mal nochmal einen hoch. Wir sind runtergekommen. Dann setz nochmal einen drauf. Warte mal, lass doch mal erstmal noch. Ja. Na toll. Und es hilft auch bei Netcubes. NPC-Dorf, ahoi.
Ja, setzen wir jetzt einfach mal eine schöne Runde Kabel drauf. Ja, nee, ja. Wir hatten jetzt meinen ganzen Mist aufgenommen von euch. Das liegt alles noch hier in der Ecke. Da, in da, genau. Ah, jetzt sehe ich's. Da. Nö, ich mache hier Bricks, habe ich schon noch hier. Ja, ich auch. Ja, irgendwie ist das ein bisschen tödlich von da oben. Ach, Quark, das sieht nur so aus. Täuscht, ne? Es ist einfach, weil die Spinnen heutzutage nichts mehr aushalten. Ja, ich mache. Überhaupt nicht. Ich habe da mal geguckt, wie hoch das ist. Ja, 22 Blöcke. Die Spinnen von heute sind einfach nur Weicheier. Ja, sag ich ja. Die war immer noch tot. Immer noch zu tief. Mach keinen Mist jetzt. Scheinbar schon. Also wir sind jetzt bei 22 Blöcken, das ist ja 9 Herzen. Also eine von diesen Tabellen ist jetzt absolut verkehrt. Na, ich hab doch gesagt, such dir eine zuverlässige Quelle. Ja, komischerweise ist es beides die gleiche Quelle. Okay, das ist jetzt konfus. Warte mal, 22? 21? Also ist zu tief. Also ich mach mal noch hier. Ich hau dir mal die Bricks weg, füll mal mit ein bisschen Köbels auf und dann... Mach das jetzt einfach mal so. Übrigens, fail. Ich lass jetzt hier oben gerade mal an, ne? Ja, nee, eigentlich kannst du so fast schon direkt wieder starten. Lass sie ruhig mal an, die Falle da oben. Ja, lass ich auch. So. Ja, los, jetzt, Ja, die läuft hier oben lang, statt runterzufallen. Supergeil. Ja, das bringt es, wenn du sie auch anhaust. Das war eine richtige. Jawoll! Das richtige, würde ich sagen? Ja. Mensch, ich hab... Da, wo wir jetzt sind, ist es die richtige Höhe. Definitiv. Gut, ich hau mal hier trotzdem noch alles weg hier. La 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 la. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine schöne kleine Glashöhle. Spinnen. Oh, das hörte sich jetzt abartig an. Die eine ist gestorben, die andere hat überlebt. Vielleicht brauchen wir doch noch einen Block. Ja, einen Block brauchen wir noch. Weil dann stirbt, egal wie sie fliegt, stirbt sie dann auf jeden Fall nicht. Bis sie da unten ist. Weil die kann ja diagonal fliegen. Dann hat die einen höheren Weg zurückgelegt. Das war nämlich gerade der Fall und dann war sie nämlich sofort tot. Das ist wahrscheinlich eher, wenn sie einen Block höher spawnen als die anderen, hä? Ja, dann setz einfach noch einen Block drauf. Ach, die ist da oben auf der Treppe gelandet. Siehst du die Bauch? Gibt's doch nicht. Huch. Ey, haben dir deine Eltern nicht erzählt, dass man ab und zu immer stirbt? So vorgezogen montags und freitags. Nee, Freitag stirbt man nicht. Ja, das ist irgendwie, wenn die einen Block höher spawnen, dann stirbt die nicht. Ich würde das schon auf Level lassen jetzt hier. Okay. Dann war es das für diese Aufnahme gewesen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, also... Alle mal in die Kamera lächeln. Unsere Experienz erfahren. Also für die nächste Aufnahme machen wir hier noch einen schönen Gang und so. Ja, wir machen das natürlich dann außenrum auch schön. Wir können ja auch hier unten noch irgendwas bauen, weil hier unten haben wir jetzt noch so einen kleinen Glasraum. Hier können wir dann vielleicht... Kisten oder so aufstellen, Kisten reinpacken für die Items und so. Genau, da lassen wir uns was einfallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.